Die Niederlage vom Wochenende steckt allen Sturmfans noch in den Knochen, könnte insgesamt ein wenig besser laufen in Graz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Verein SK Sturm. Ihr Experte an meiner Seite, das ist Michi Konsel. Hallo. Hallo, servus. Michi, warst du überrascht, dass man gegen den WAC zu Hause verloren hat? Haben nicht viele damit gerechnet, auch wenn es vom Tabellenranking her vielleicht gar nicht einmal so überraschend ist. Schon ein bisschen. Ich warte immer so bei Sturm auf eine Reaktion, dass man auch wenn man nicht gut spielt, dass man zumindest irgendwie den Sieg erzwingt. Aber das habe ich nicht so den Eindruck gehabt. Man hat zwar ja, gar nicht schlecht begonnen, 1-0 in Führung gegangen. Also da sollte man schon auch mehr zeigen können, mehr Selbstvertrauen haben und das dann auch umsetzen und mutiger sein. Ja, man kommt auch tabellarisch nicht so richtig weg vom Fleck. Schauen wir drauf. Ja, da sind jetzt Punkte gefragt, weil prickelnd schaut das für Sturm im Moment nicht aus. Nein, gar nicht gut. Man hat sich da viel mehr erwartet und jeder Einzelne wahrscheinlich und vor allem auch die Fans, ganz klar. Man hat es irgendwie geschafft, oben mit dabei zu sein und das müsste doch beflügeln und irgendwie stockt der Motor. Ja. Und warum auch immer, man müsste vielleicht noch mehr investieren, auch wenn es jetzt einmal nicht so gut läuft, wenn man nicht so gut drauf ist. Man müsste über den Kampf kommen und da ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr drinnen. Ja, dann schauen wir, was war los gegen den WAC? Gerfried Pröll macht das für uns. 9.400 Zuschauer sorgen für ein schwarz-weißes Fußball-Osterfest. Den Sturmfans sollte die Feierlaune aber rasch vergehen. In der 8. Minute Elferalarm im Strafraum von Sturm. Ablonitis fault Keuter klar, Schiedsrichter Schüttengruber pfeift, aber nicht. Aber auch auf der anderen Seite gibt es Elfmeter-Alarm und diesmal gibt ihn der Schiedsrichter. Alexander Kofler bringt Michael John Lehmer zu Fall. Trifft nicht den Ball, sondern nur den Sturmspieler. Muss dann verarztet werden und hat beim Elfmeter keine Chance gegen Stefan Hirländer. Der Kapitän trifft in seinem 200. Bundesligaspiel. Nach der Pause Riesenmöglichkeit für Sturm. Zunächst Markus Pink und dann Fabian Koch. Dann der weite Abschlag von Alexander Kofler. Hervorragende Kombination der Wolfsberger über mehrere Stationen. Abgeschlossen von Sekou Keita. 73. Minute der Ausgleich. Die beiden eingewechselten Stürmer Friesenbichler und Hocic haben an diesem Tor einen großen Anteil. 3 Minuten später Ecke Lindl und dann gibt es erneut den Pfiff von Manuel Schüttengruber. 11 Meter nach der Ringereinlage von Ablonitis gegen Kevin Friesenbichler und das völlig zu Recht. Michael Lindl bewahrt die Ruhe und verwertet in der 77. Minute zum 2:1 für den WRC, der das Spiel dreht und damit den dritten Platz festigt. Ja, Michi, war es ein klassischer Selbstfaller von Sturm, den wir da gesehen haben? Ja, es war, wie man auch gesehen hat, ein bisschen Pech dabei. Man war 1-0 in Führung, dann hat man doch zwei ganz gute Chancen gehabt. Da hat der Tormann sehr gut reagiert vom WRC. Und dann hat man aber den Faden verloren. Dann hat der WRC das Spiel komplett gedreht. Da hat man einfach sich, ja, hat man sich nicht dagegen gestemmt. Und man muss doch zu Hause ein bisschen anders auftreten, glaube ich, dass man dann nicht reinschlittert in so eine Niederlage. Und das hat man sich ein bisschen selber zuzuschreiben. Ja. Ja, dann hören wir rein, was Stefan Hirländer nach dem Spiel gemeint hat. Ja, wenn man so zweite Halbzeit spielt, dann hat man nichts verdient und das hat man dann gesehen. Jeder zweite Ball den Männern nicht gefolgt. Also mit so einer zweiten Halbzeit kann man nichts holen und das haben wir heute aufgezeigt. Ist die erklärbar, diese zweite Hälfte der Saison? Ja, jetzt eine schnelle Analyse ist schwierig, aber zu wenig investiert, würde ich mal sagen. Und, ja, die Cleverness gefehlt. Also wir hätten die Bälle länger halten können und wir haben es einfach nicht mehr geschafft, das Spiel an uns zu reißen. Und deswegen kriegt man dann zwei Tore. Ich glaube, WRC hat viel mehr gemacht in der zweiten Halbzeit und hat verdient gewonnen. Sehen die Fans das, glauben Sie, ähnlich? Da ist jetzt ein bisschen Unruhe, viel Unzufriedenheit, würde ich sagen. Ist okay. Also die Fans können ihren Unmut äußern. Wir werden es analysieren. Es ist sehr bitter für uns, wieder Heimspiel zu verlieren. Und,
ja, die Fans haben das gute Recht, unzufrieden zu sein. Ja, Michi Kanzel, wie ist es zu bewerten, wenn ein Spieler selbst sagt, wir haben wahrscheinlich zu wenig investiert? Ja, wahrscheinlich vom Gefühl her, gleich nach dem Spiel hat er so den Eindruck gehabt. War für uns ja auch so, dass man das Gefühl gehabt hat, da, man hat zu wenig dagegen gehalten, vor allem zu Hause, vor eigenem Publikum. Es waren doch viele Zuschauer da und normalerweise müsste das ja auch alles beflügeln. Und jetzt gilt es aber wirklich wieder zu analysieren, weiterzuarbeiten und sofort wieder schauen, dass man punktet, weil es geht so schnell und man will ja oben dabei sein. Man will ja international dabei sein und da muss man schleunigst reagieren. Ja, da muss man auch den Fans zugestehen, dass die richtig sauer sind, dass sie ihrem Unmut auch Ausdruck verleihen. Die Spieler tun das auch. Das ist klar, dass man da, wenn man zu Hause spielt, als Fan erwartet man sich extrem viel. Und dann sieht man so eine zweite Halbzeit. Da muss man jeden einzelnen Fan verstehen, dass er da nicht glücklich darüber ist. Aber trotzdem, die Fans stehen ja hinter der Mannschaft. Jetzt muss man aber eine Reaktion sehen, definitiv beim nächsten Spiel. Da geht es halt daran, jetzt mit dem Trainer, mit dem ganzen Team analysieren und sofort zu reagieren. Roman Melich hat ja unmittelbar nach dem Spiel schon einmal eine erste Analyse bei uns abgegeben. Ich habe es immer wieder gesagt, das wird noch es ist schwierig noch, ein schwerer Weg, ein langer Weg für uns, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Und wir Gratulation an die Kärntner, geht dann so in Ordnung. Ja, aber wie enttäuschend ist denn das für Sie? Jede Niederlage ist enttäuschend, aber ja, es gibt nur eine Alternative und das heißt weiter trainieren und versuchen, es in den nächsten Spielen besser zu machen. Ich denke, von der Einstellung her, das ist alles okay. Wir haben schon die Möglichkeiten gehabt. Erste Halbzeit haben wir gut über die Seiten kombiniert, das eine oder andere Mal. Dann ist die Flanke nicht, der letzte Pass nicht richtig vors Tor gekommen. Insgesamt fehlt uns etwas an Kreativität aus meiner Sicht und wirklich die Möglichkeiten, dass wir da, wenn wir im Ballbesitz sind, die richtigen Lösungen im Ballbesitz finden, in Torschancen rauszuspielen. Auch an der Souveränität, wie es Walter Kogler gerade angesprochen hat? Ja, das kommt wahrscheinlich dazu dann auch, das muss man auch sagen. Es ist natürlich dann so, sagen wir so, man merkt, dass der eine oder andere dann nervös wird, wenn es nicht so läuft. Und es ist ganz klar heute, dass die Fans, dann die Zuschauer sehr unzufrieden sind. Und dann ist es leider so, dass wir auch nicht die Souveränität am Platz haben, da drüber zu stehen und unser Ding weiter durchzuziehen oder versuchen, es besser zu machen. Es ist dann oft so, dass der eine oder andere Spieler sehr gehemmt wirkt, unsicher wirkt, ja, und dann einfache Dinge plötzlich gar nicht mehr funktionieren. Eine sehr sachliche Analyse von Roman Melich. In ihm wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr gebrodelt haben, als er uns hier gezeigt hat. Was halten Sie von der Analyse und von der Art, wie er das macht? Sehr ruhig, sehr sachlich. Ganz klar, dass er extrem enttäuscht ist, dass er sich das ganz anders vorgestellt hat, dass er da ruhig bleibt. Er wird das innerhalb der Mannschaft in der Kabine ganz anders ansprechen. Das ist klar, weil er ein sehr ehrgeiziger Typ ist und Trainer ist. Und ja, dementsprechend wird es dann auch ein bisschen anders ausgehen, die Analyse. Ja, aber die Spieler werden es ihm vielleicht sogar danken, dass er sich im Fernsehen dann nicht inszeniert, sondern wirklich sachlich bleibt. Ja, es wird aus meiner Sicht auch gar nichts bringen, da jetzt hinzuhauen öffentlich, sondern das gehört intern angesprochen, was für Fehler gemacht worden sind. Und dass man da mehr Selbstvertrauen haben muss, wenn man 1-0 in Führung zu Hause geht. Und auch wenn die eine oder andere Aktion nicht gelingt und es wird gepfiffen, dass man da einfach sich nicht verunsichern lässt. Mhm. Sturm ist ein Traditionsverein, was in Graz auch Tradition hat, ist gute Nachwuchsarbeit. Stichwort Akademie. Und die haben wir für Sie besucht, nämlich in Form von Ronald Mann. Richtig harte Arbeit. Ein Tagesablauf schaut eigentlich ziemlich hart aus für so einen Akademiespieler, weil die Jungs haben fast eine 50-Stunden-Woche. Alles für das große Ziel. Die Jungs, die leben alle einen Traum. Die schauen heute alle auf Sky internationalen Fußball oder heimische Liga und die möchten dort auch einmal sein. Und das ist ihr Antrieb. Dietmar Pegam ist der sportliche Leiter der Akademie Steiermark Sturm Graz. In dieser werden Spieler zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr sowohl schulisch als auch fußballerisch ausgebildet. Pegam ist dabei für mehr als nur das Sportliche zuständig. Vaterrolle nehme ich sehr oft ein, nämlich immer dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn einmal ein Junge unglücklich ist,
Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, vor allem für Jungs, die weit weg von zu Hause sind, dass die ein geborgenes Umfeld haben. Menschlich gesehen hat er es mit ganz unterschiedlichen Typen zu tun. Es gibt Frechdachs, es gibt mehr die Geradlinigen, es gibt alles wie im Leben auch, die ganze Palette. Die einen müssen sich mehr outen, die anderen sind eher die Ruhigen. Aber entscheidend ist, was kennen sie am Platz, wie spielen sie Fußball und sind sie auch in weiterer Folge für den Leistungssport mit allen ihren Talenten, die sie haben, auch geeignet. Im Laufe der Jahre sind aus der Akademie schon einige nennenswerte Spieler hervorgetreten. Na, jetzt unsere ganz aktuellen Spieler, auf die wir sehr stolz sind, sind natürlich, weil die haben schon mit Sturm einen Titel errungen, der Dario Maresic, der Sandy Lovric, dann war früher bei den Jungen auch der Marc Schmerböck, der jetzt in Kärnten ist, der Fahringer und der Lemmer Michi haben schon Einsätze gehabt bei den Profis. Also ja, da kommt was nach. Dietmar Pegam wird auch in Zukunft seinen Teil dazu beitragen, dass sich der SK Sturm Graz über viele aufstrebende Talente freuen darf. Da kam was nach, da kommt was nach, Michi. Am Ende kann es aber nie genug sein. Es kann nie genug sein. Es ist ganz wichtig, dass es solche Akademien gibt, engagierte Trainer oder Leiter. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere den Sprung schafft. Ja, jetzt geht es für Sturm weiter gegen den LASK. Ist das eine dankbare Aufgabe? Ja, dankbar. Man muss jetzt Farbe bekennen, glaube ich. Man muss wirklich sehen, dass sich jeder hundertprozentig zerreißt von der ersten bis zur letzten Minute. Vollgas geben und man muss einfach punkten, ja, weil es geht nicht mehr allzu lang. Ja, aber man muss vielleicht nicht unbedingt das Spiel machen. Kann das Sturm gerade auswärts entgegenkommen? Könnte sein, ja. Also, es wird ganz wichtig sein, wie man sich jetzt auf den Gegner einstellt. Der LASK ist unglaublich schwierig zu spielen. Wie wir wissen, der ist sehr aggressiv, im Pressing enorm stark. Und da muss man das richtige Rezept finden und vor allem muss man dagegen halten, sonst hat man keine Chance. Michi, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Uns würde es freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein bei der Folge Dein Verein SK Sturm Graz. War immer die Zukunft von irgendwo.